Ja, ich freue mich drauf. Ich wünsche mir natürlich mehr Ladies im Cage. Wir wissen ja, dass sie es drauf haben. Sieht man ja nicht umsonst auch in der UFC. Darum hier schönes. Jesse mit schönen Händen macht hier von Anfang an Druck. Da gibt es kein Abtasten. Jess will es wissen. Geht hier freiwillig in den Clinch, nachdem sie gute Hände getroffen hat. Aber Lorena drückt sie hier mit dem Rücken in den Cage, hat hier gute Kontrolle. Wir werden schauen, ob sie es auf den Boden verlagern möchte oder ob sie löst, um wieder im Stand weiterzumachen. Beide Athletinnen, vornehmlich Standkämpferinnen mit mehr Erfahrung im Stand als im Boden. Ja, schöne lange Kicks, lange Hände auf beiden Seiten bislang. Ja, Rocrino gefällt mir da sehr gut mit ihren Händen und ihrem Druck. Oh. Schöne Linke. Druck nach vorne, Lorena im Rückwärtsgang. Oh, erneut wieder die Linke, die durchkommt bei Rocarino. Ja, sie geht förmlich hinterher, das ist nicht von Kampfstellung zu sehen. Schöner Jab jetzt. Ein Schritt nach dem anderen, den sie vor sich setzt. Hibori hier schön geblockt und geantwortet, die Rechte durchgekommen. Ja, klasse Duell bisher. Ein Kampf mit offenem Visier. Ja, Jess ist sehr, sehr offen, wenn sie selber schlägt oder Kicks anbringt. Knie auf beiden Seiten, also Muay Thai hier. Die Deckung von Jess ist quasi nicht existent in dem Augenblick, in dem sie selber angreift. Lorena noch sehr entspannt hier. Oh, wilder Schwinger von Cubero, der allerdings nicht trifft. Und jetzt hartes Knie von Rocarino. Rocarino unverzüglich hier im Vorwärtsgang. Hört, will es gar nicht anders wissen. Noch kaum noch einen Schritt rückwärts von ihr gesehen. Sie hat damit auch weitgehend Erfolg mit diesen langen Händen. Ja, trifft hier öfter als Lorena das im Augenblick noch tut. Lorena hier aber mit solider Takedown-Defense im Augenblick. Da sind die Arme geschlossen. Aber sie steht immer noch. Genau, hart daran. Das Gleichgewichtsgefühl. Das Gleichgewicht zu halten, es gelingt ihr. Und jetzt ist sie dran, nimmt hier nochmal ein Knie zum Körper. Jess hier, die Athletin mit den eindeutig kräftigeren Beinen. 4 Jahre älter als die 17-jährige Lorena, die jetzt hier am Takedown arbeitet. Jess greift kurz in den Cage, um sich da auf den Beinen zu halten, wird angemahnt. Jetzt versucht sie das Bein links abzuklammern, jetzt vielleicht der Takedown. Da gelingt der Takedown in der eigenen Ecke. Wir sehen die Coaches da im Hintergrund. Ja, 10 Sekunden nur noch auf der Uhr, um zu arbeiten für Cubero. Vermutlich zu wenig, um noch Schaden anzurichten. Jess atmet in der Zeit entspannt durch und sagt, ich gleich stehe ich ohnehin wieder. Hier zu haben im Fight Club Gelsenkirchen. Scheint sich da wesentlich wohler zu fühlen. So, auf geht's. Weiter mit wilden Schlägen hier. Schon in den ersten Sekunden der zweiten Runde. Cubero versucht das, was sie am Ende des letzten Durchgangs gemacht hat, den Takedown holen. Vielleicht ist das das Mittel zum Erfolg, was ihr Trainer gerade mitgegeben hat. Ja, was ich schon angesagt hatte, sie scheint sich da wohler zu fühlen inzwischen. Hat auch an diversen Grappling-Turnieren zwischenzeitlich teilgenommen, um sich eben darin zu schulen. Schöner tiefer Low-Kick hier, Calf-Kick, aber die Hände sind weit unten. Und Rocarino will es auch wieder wissen, lässt hier die Hände fliegen. Schöner Push-Kick hier.
Ja, Lorena durchaus die leichtfüßigere der beiden Athletinnen, tänzelt hier ein bisschen. Schöner linker Haken getroffen. Spinning Backfist ging leider ins Leere, leider aus ihrer Sicht. Ja, hohes Tempo bisher von beiden. Aber Jess unbeirrt im Vorwärtsgang. Hey, und da trifft die Spinning Backfist. Genau. Und ein paar schönes gute Haken hinterher werden hier auch honoriert vom Publikum. Ja, Rucarino jetzt allerdings mit Knien. Immer wieder gute Knie zum Körper von der Lorena Cubero. Jess bringt da viele Knie ins Ziel. Scheint das in der Fight Move Academy in Neuenburg der Schweiz viel trainiert zu haben. Nach wie vor relativ offen im Stand, was du schon angedeutet hast. Die Hände auf Brust, Hüfthöhe. Muss da natürlich aufpassen, nicht in einen Konter zu laufen. Und Rucarino feuert hier weiter los. Oh. Und trifft da gut. Guter Jab. Oh, die Antwort mit einem Kick ins Gesicht von Rucarino, die jetzt fast schon wieder zum... Doch, da ist das Knie. Da fordert die Ecke noch mehr Knie zum Körper. Ja, das summiert sich natürlich mit der Zeit. Schmecken natürlich gar nicht solche Knie. Da sehen wir im Hintergrund Robert Valentin und Jan Bergbauer mit dem grauen Pullover und dem roten T-Shirt. Oh. Die Ecke von Rucarino. Gute Richtige von Lorena. Unglaublich, das am Boden. Lorena will immer weiter. Eine Hand nach der anderen trifft hier ins Ziel. Unglaublich, Jess wackelt, aber ist immer noch im Rennen. 22 Sekunden noch. Lorena trifft wieder einen Hafenattacken. Was ist da los? Oh, unglaublich. Also diese Uppercuts, diese Aufwärtshaken, die haben Rucarino ordentlich durchgerüttelt. Das sah tatsächlich danach aus, als ob sie K.O. geht, konnte sich aber irgendwie noch fangen. Ende der zweiten Runde. Lorena lässt sich hier zurecht schon feiern, lächelt, freut sich über den Ausgang dieser zweiten Runde, die sie sicherlich für sich verbucht hat. Eieiei, was für eine Runde, was für ein Finish dieser Runde. Die letzten Sekunden. Hier nochmal die Highlights. Der Spinning Back gut getroffen mit dem Unterarm nur, aber sauber und einfach kurz gewackelt, auseinandergebracht. Oh, hier, die rechte. Und dann wird sie durcheinander gebracht. Mit dieser Rechte aufs Ohr. Und rechts, und links. Also die Kombinationen sind ja geflogen. Unglaublich. Da sah es kurz nach dem Finish aus. Und gute Treffe immer weiter. Ja, Lorena Cubero hier, die sich zurecht freut über diese zweite Runde, das Finish der zweiten Runde. Ja, eine tolle Runde für sie, definitiv. Wie geht es jetzt weiter? Hat sie sich jetzt müde geschlagen? Hat sie noch Luft für die dritte? Kann sie noch mal eine solche Leistung bringen? Oder ist Jess Rucarino inzwischen wieder so fit, dass sie diese Schlagsalve überlebt hat und das Ganze doch noch umreißen kann? Ja, wurde da mit diesem Schlaghagel eingedeckt, Rucarino. Mal schauen, wie sie zurückkommt. Bisher boxt sie noch überlegen und ruhig hier mit. Cubero verlässt sich nach wie vor auf ihre Reflexe und Maidbewegung. Gute Rechte hier von Cubero, die wieder getroffen hat. Schöne lange Hände auch. Der nutzt Kopf von Rucarino Reichweitenvorteil. Au! Spinning Backfist erneut voll ins Ziel. Eine Klasse tänzelt hier weiter vor sich her. Immer noch leichtfüßig, immer noch mit schnellen Händen. Jess hier immer wieder mit den Knien zum Körper. Das ist wirklich hervorragend, wie sie das macht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, da hat sich hier den Underhook auf der rechten Seite. Klammert sich da schon mal fest. Lorena mit dem Wurfversuch, der nicht geklappt hat. Steht jetzt auf einem Bein nur noch, kurzweilig. Jess hier mit guter Kopfkontrolle. Werden weitere Knie von ihr gefordert. Von der eigenen Ecke. Jetzt muss Cubero natürlich aufpassen, nicht auf den Boden gebracht zu werden. Schöne Stabilität hier von Cubero. Macht das gut.
Ja, wie ich schon angemerkt habe, also Cagework hat sie wahrscheinlich bis zum Erbrechen üben müssen. Und jetzt und hier zahlt sich das Ganze aus. Ja, immer wieder Knie von Roccarino. Allerdings nicht die heftigsten aus der Position. Aber nichtsdestotrotz, die Kontrolle hat sie inne. Wir sehen Lorena hier, die sich Mühe gibt, rauszukommen aus dem Ganzen. Und das war jetzt fast eine ganze Minute für Roccarino, die da offensiv gewesen ist. Die sie schon mal für sich verbuchen kann. So, 45 Sekunden auf der Uhr noch. Jetzt die Frage, Schlussoffensive, Cubero, Fragezeichen. Wilder Schwinger geht vorbei. Roccarino im Vorwärtsgang. Wir müssen jetzt nochmal ein starkes Finish sehen von Roccarino wahrscheinlich. Knallharte Linke. Das Ganze rumzureißen, macht das gut. Schön harte Knie zum Körper, immer wieder. Unglaublich schön, wie sie das macht. Da schaut sie nochmal hoch Richtung Uhr. Cubero hier nochmal schwer durchgeatmet. Die letzten Sekunden. 17-Jährige wahrscheinlich am Ende ihrer Kräfte. Aber da packt sie nochmal die allerletzten Kräfte aus. Wieder eine harte Kombination. Und bringt gute Hände und einen Kick. Wow! Was für ein Match, Elias. Unglaublich zu Recht am heutigen Abend in der Fight Night. Lorena Cubero gegen Jess Roccarino. Die Zuschauer begeistert, zu Recht. Und die zweite Runde war ja wirklich der Hammer teilweise. Ich denke, dieser Applaus gilt hier beiden, Elias. Natürlich Lorena, die Tochter der Stadt aus Gelsenkirchen, hier im Heimspiel als Lokalmatadorin. Aber Jess Roccarino hat es dann nicht einschüchtern lassen. Mit dem besonderen Druck ist sie auch gut umgegangen. So, bevor wir das Urteil verkünden, geile drei Runden, ein Riesenapplaus für beide Ladies! Wir haben eine Siegerin durch Split Decision. Sie kommt aus der roten Ecke, Lorena She-Hulk! Doch knapper als gedacht, was die Punktrichter angeht. Also knapper geht's gar nicht, Elias. Aber sie war selbstsicher, man hat es gesehen. Die Hand in die Luft gestreckt die ganze Zeit während der Urteilsverkündung. War zufrieden mit ihrer Leistung. Und hier sehen wir auch warum. Hier nochmal der Spinning Backfist. Ja, die härteren Treffer zum Kopf hat sicherlich Lorena hier gebracht. Da sehen wir, dieses Spinning Backfist, die mehrmals eingegangen ist, diese Schlagsalve in der zweiten Runde, die Roccarino da hat einstecken müssen. Wie gesagt, zum Kopf die härteren Treffer von Lorena, aber Jess Roccarino mit unglaublich vielen harten Knien zum Körper, die Lorena da hat einstecken müssen. Tolles Match für die Zuschauer, für die beiden Athletinnen. Ich bin sicher, beide haben viel daraus gelernt. Hervorragende Leistung von beiden Athletinnen hier.